Wir sind mit gespannter Erwartung, gutem Willen und viel Respekt vor der Aufgabe in das erste Sondierungsgespräch mit der FDP und den Grünen gegangen. Wir haben heute über alle großen Themen, die uns in den nächsten 4 Jahren beschäftigen werden, gesprochen, insgesamt in 12 Themenblöcken konzentriert. Über 48 Kolleginnen und Kollegen aus allen beteiligten Parteien haben die jeweiligen Standpunkte vorgetragen und man hat sehr schnell gemerkt, wo Unterschiede sind, aber man hat auch gemerkt, wo die Gemeinsamkeiten liegen, die sind erkennbar und die Atmosphäre war gut, die Laune war gut. Man hat gemerkt, alle wollen einen gemeinsamen Erfolg, nicht um jeden Preis, aber das Ziel ist, Deutschland eine gute Regierung zu geben. Natürlich sind uns als CDU ein paar Punkte besonders wichtig. Wir wollen die solide Finanz- und Haushaltspolitik fortsetzen, aber wir haben uns im Regierungsprogramm ein paar Dinge vorgenommen, die gilt es umzusetzen. Und das beginnt bei einer stärkeren Entlastung der Familien, zum Beispiel durch die Erhöhung des Kindergeldes. Wir wollen aber auch die stärker in den Blick nehmen, die hart arbeiten, vor allem die kleineren und die mittleren Einkommen. Die müssen steuerlich entlastet werden. Wir werden beim Thema Digitalisierung viel tun müssen. Und da profitieren dann vor allem die ländlichen Räume von einem Glasfaserausbau, vom Breitbandausbau. Die wollen wir generell stärker in den Blick nehmen, in der Infrastruktur, in der Strukturpolitik. Da haben wir uns das fest vorgenommen. Darüber hinaus spielt das Thema Sicherheitspolitik für uns eine ganz zentrale Rolle und damit verknüpft natürlich Fragen der Migration, ein modernes Einwanderungsrecht, aber eben auch Fragen der Integration. Wir haben jetzt ganz konkret für die kommende Woche die nächsten Termine vereinbart. Wir werden jetzt in kleineren Sondierungsgruppen die einzelnen Themen durchdiskutieren, feststellen, wo haben wir schon eine tragfähige Basis für mögliche Koalitionsverhandlungen und wo müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Dann folgt jeweils eine erneute Debatte in der großen Sondierungsgruppe und wir hoffen, dass wir dann Anfang November ungefähr wissen, wo wir stehen, um dann in eine zweite Runde zu gehen.